Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei einer Folge, einer ganz speziellen Folge, nämlich Ultimate Team gab es schon lange nicht mehr, aber heute machen wir mal eine ganz spezielle Folge, weil heute ist Freitag, der 27.11. Heute ist The Black Friday, so sagt man das zumindest in Amerika. Und deswegen dachte ich mir, hey, wir müssen hier diese Angebote nutzen und so weiter. Hab mir ein paar Münzen zusammengekratzt, dass wir heute mal ein bisschen was Special machen können. Mir ist gestern in der YouTube-Bundesliga-Skype-Gruppe aufgefallen, dass der ein oder andere gefragt hat, was ist denn eigentlich der Black Friday? Da gab es immer ein paar, die das einfach gar nicht so kennen. Und es gibt da halt manchmal so Leute, die dann einfach komische Antworten darauf geben, anstatt einfach Leuten mal zu erklären, was das eigentlich genau ist. Ich weiß, dass die meisten von meiner Community genau wissen, was das ist, aber für die, die es nicht wissen, erkläre ich das hier nochmal. Und zwar, in Amerika ist donnerstags, also der letzte Donnerstag im November, immer Thanksgiving. Da kann man hier so ein bisschen mit dem Erntedankefest vergleichen, nur dass in Amerika der Tag viel, viel ernster genommen wird, viel, viel mehr und viel größer gefeiert wird als hier in Deutschland. Einer der größten und wichtigsten Feiertage überhaupt in Amerika. Und wie wir es in Deutschland auch kennen, ist es seit Jahrzehnten so, dass sich viele Amerikaner dann sagen, okay, pass auf, wenn ich schon Donnerstag einen Feiertag habe, dann nehme ich den Freitag als einen Überbrückungstag. Wer jetzt nicht weiß, was ein Überbrückungstag ist eigentlich ein Arbeitstag, den man in der Firma hat, aber man sagt, pass auf, ich nehme mir Urlaub, um nicht wegen einem Tag nochmal losrennen zu müssen. Es gibt auch Firmen, wo die Chefs richtig cool sind und sagen, passt auf, Leute, ihr kriegt alle mal frei an dem Tag, weil es so sinnlos ist, dass ihr hier reinkommt ins Büro. Und das ist so der Fall in Amerika, dass sie dann eben den Freitag als Überbrückungstag nehmen. Und dann ist es schon seit, ich habe glaube ich gelesen, extra um euch für euch das zu recherchieren, glaube seit 1930 ist es dann auch so, auch wird es auch der Black Friday genannt. Warum? Ist einfach diese Amerikaner, die sich diesen Tag als Überbrückungstag nehmen, die sagen sich, hey, da habe ich doch endlich mal Zeit für meine Familie, Geschenke einzukaufen. Und dann rennen die los und kaufen Geschenke ein. Und dann haben sich viele Geschäfte in Amerika gedacht, okay, die kommen jetzt alle, weil sie sich Urlaub genommen haben. Lass uns mal Sonderangebote machen. Weil was sind Sonderangebote? Sonderangebote sind Tricks, um Kunden anzulocken und ihnen das den Glauben zu geben, jetzt sparen sie daran, wenn sie das Produkt kaufen. Ja, dabei ist das ja gar nicht so der Fall. Sonst würden ja die ganzen großen Geschäfte Verluste machen, wenn die Sonderangebote wirklich Sonderangebote wären. Ja, natürlich müssen die Geld verdienen, diese Geschäfte. Und das wurde immer größer und der Name Black Friday, da gibt es auch irgendwie eine Geschichte, aber ich glaube, das ist jetzt zu intensiv, wenn ich jetzt noch die Geschichte erzähle, warum der Black Friday heißt. Aber das ist grundsätzlich der Black Friday und hier in Deutschland ist es ja, wird es immer mehr, dass man ja so Traditionen aus Amerika rübernimmt. Genauso hat man einfach auch hier in den Marketingagenturen gesagt zu deutschen Geschäften, hey, lass uns mal den Black Friday übernehmen und das einfach nehmen, genau, weil es einfach gerade am Kommen ist, weil ja eh immer mehr Deutsche Interesse zeigen an der Kultur oder an den Traditionen. Kultur hat ja Amerika an sich gar nicht, aber Tradition Interesse zeigen. Das ist einfach der Black Friday, liebe Freunde. Und natürlich nutzt das auch EA mit Angeboten im Origin Store und so weiter und natürlich auch in Ultimate Team. Und da gibt es natürlich, wenn er machen möchte, meine Controller, hier mal wieder ein kleines Geschenk. Ich habe gerade noch einen Spieler verkauft, deswegen habe ich gerade neue Münzen dazu bekommen. Es gibt ein schönes Goldset-Geschenk und ich hoffe, dass wir da was Anständiges kriegen, auch wenn es kein Premium ist. Und wir kriegen einen Torwart. Ja, ist nicht so schlecht, kann man auf jeden Fall verscherbeln. Oh, ein Kölner, Maro, Servus. Kenne ich ja sehr gut von der YouTube-Bundesliga, können wir auch schön verscherbeln. Dann Docs oder Don. Franzose, wisst ihr, kann ich nicht so gut aussprechen. Dann haben wir Ferretti als Trainer. Link, Spielerverträge sind immer wichtig, Managerverträge auch sehr gut, Spielerheilung auch sehr gut, Chemistry, ein schönes Wappen. So, dass ich jetzt nicht hier verbocke, muss ich jetzt den richtigen alles an den Verein senden klicken, sonst verbocke ich hier mal wieder was. Und ich habe mir extra Münzen gesammelt, um mit euch heute den Black Friday natürlich auszunutzen. Das sieht man hier auch schon, da gibt es extra das Jumbo Premium Gold Set. Geht bis morgen irgendwann. Man kann hier wunderbar ein Video sehen. Hier ist das,
weiß gar nicht, ob es abspielen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit Lizenzen und YouTube ist. Hier sehen wir Black Friday. Und dann sieht man hier auch nochmal, was alles beim Black Friday zu gibt. Ja, also es gibt einmal die Jumbo Premium an dem Black Friday. 27. November. Geschenke gibt es. Jeden Tag etwas Neues. Jede Stunde. Blitzrunden gibt es. Erhöhte Chancen. Ja, spannendes Turnier. 27. November ist heute. Ja, ich glaube aber gelesen zu haben, dass ein paar Angebote auf jeden Fall auch noch morgen stattfinden, am 28. So, ich habe hier mal zwei Barcelona-Spieler verkauft. Jetzt denkt ihr, was, wie kannst du so einen Spieler verkaufen? Ehrlich gesagt, ich plane mit denen nicht. Sind natürlich geile Spieler und viele von euch haben kommentiert, du musst mal ein Team auflösen. Ich habe ja ein spanisches, ein englisches und ein deutsches Team und ich habe mich entschieden, mal den einen oder anderen zu verkaufen. Besonders, weil ich unbedingt gerne mal mit euch, weil ich jetzt doch nicht so viel Ultimate-Team spiele wie geplant, habt ihr vielleicht schon festgestellt, wollte ich unbedingt Geld zusammenkratzen, um mindestens ein so ein Black Friday mal zu nutzen. Und das machen wir jetzt auch mit 15.000 Münzen. Hab mich entschieden, keine FIFA Points mehr zu kaufen. Möchte da ehrlich gesagt kein Geld mehr reinstecken. Und wir schauen mal, was es gibt. Oh, noch ein Tor, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber vielleicht gibt es auch was anderes Anständiges. Abiati. Noch ein Torwart. Alter, Leute, was soll ich denn mit so vielen TVs? Kann ich echt nichts mit anfangen. Dann Navas. Navarro. Luis, Ibisevic, Baller Liebe zu Hertha, aber pff, was soll ich mit so einer Pappnase? Wenigstens gibt es hier noch hier anständige Sachen. Oh, Orlando City, ein Wappen. Ja, also leider voll in die Hose gegangen, liebe Freunde. Aber was soll's, mein Gott, dann haben wir das eben so. Und lass uns doch mal, ich habe mal hier natürlich was vorbereitet, dass ihr da nicht so, das ist das falsche Dings, da war ich nicht ganz vorbereitet. Nein, mit meinem SVH, mit meinem deutschen Team, mal ein bisschen was vorbereitet. Und ich dachte mir, hey, lass uns doch hier am Black Friday mal ein komplettes Ultimate-Team-Spiel zusammen machen. Ich habe das schon vorbereitet, dass das jetzt nicht so ewig lange dauert. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal die Online-Season rein und Partie einfach mal spielen. Und die Aufstellung habe ich schon vorbereitet. Ich habe noch ein paar Verträge verteilt. Wir haben ja Lewandowski noch für 4 Spiele ausgeliehen. Rooney habe ich jetzt mal reingemacht, weil ich mit Max Kruse nicht zufrieden bin. Auch Johannes Geis habe ich mal reingemacht. Da habe Arnold rausgenommen. Sein Vertrag läuft, glaube ich, auch erstmal aus. Und ich hoffe, wir finden natürlich jetzt schnell einen Gegner, weil ich mache diese Aufnahme, versuche ich ungeschnitten euch zu bringen. Wir haben einen Gegner gefunden. Mal gucken, ob ich durch die YouTube... ich habe schlechte Trikots, Freundchen. Ich hoffe, du hast was anderes. Was? Na toll. Ich bitte dich. Jetzt kann ich nicht abbrechen. Ja, das ist natürlich jetzt, hoffentlich klappt das. Durch die YouTube-Bundesliga habe ich ja ein bisschen gelernt, wie man gegen richtige Spieler spielt. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen besser. Alter, Falter, der legt hier mal mit Südkorea aber richtig los. Kann man auch mal machen, wenn man mag. Mit Chemie 100, Bewertung 75. Wenn er will, warum nicht? Wir sehen, es könnte ein interessantes Spiel werden. Ich glaube aber, was die Trikots angeht, ist das eine absolute Scheißerei. Oh Mann, warum hat er denn jetzt nicht sein anderes genommen? Das ist ja wohl jetzt echt ein Witz, oder? Ja, es ist heute der Black Friday, liebe Freunde, und deswegen heute auch nur Black-Trikots. Das könnte jetzt mal interessant werden. Dabei wollte ich euch so ein schönes Spiel heute zeigen oder machen zumindest. Und jetzt sowas. Eieieiei. Also wenn ihr jetzt wisst, welche Spieler welche sind, dann könnt ihr mitraten. Und ich hoffe, es klappt einfach. Holtby jetzt am Ball. Lewandowski und Holtby nicht gut gemacht. Die Möglichkeit für ihn. Achtung, wir müssen aufpassen, dass einer ist da, nämlich von ihm. Oh, war das nicht Handspiel von Hoffmann? Holtby holt sich den Ball zurück. Das kann ja mal ein lustiges Spiel werden. Achtung, er schießt mal. Ulreich. Ja, wieso nicht? Kann man auch mal machen. So, Ecke. Huch, jetzt bin ich hier runtergerutscht. Oh, Junosovic. Habe ich gar nicht gesehen, was der Junosovic hat. So, Lewandowski, falls ihr gerade zum Knacken oder Krachen hört. Versuchen jetzt gerade den Stuhl irgendwie anzurücken an den Tisch. Meine Fresse. Wenn es immer nur unbequem sein kann, ne? So, Abstoß. Ulreich. Kein gutes Ding. Eigentlich vom Kader her müssen wir das Ding hier locker gewinnen. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, von der YouTube-Bundesliga bin ich nicht der Beste. Noch nicht. Warten wir mal noch ab, liebe Freunde.
Und jetzt müssen wir mal ein. Ja, was machen wir denn jetzt? So typisch mal wieder. Freistöße sind echt nicht so mein Bier. Draxler. Ihn zu holen war eigentlich nur Geldverschwendung. Zumindest hier in FIFA überzeugt er nicht so. Vielleicht kann er jetzt mal sich beweisen. Draxler und Draxler Tor. 1:0. Ego-Trip. Schön mal ihn kritisiert und gleich sagt er hier, pass mal auf, Trainer, nicht mich hier einfach kritisieren. Ich mache den Tor. 1:0. In diesem wunderbaren schwarzen Tag mit 22 schwarzen Männern auf dem Platz, also Trikot. Ne? So, und wir brauchen ein paar Siege. Ich habe bisher mehr in Ultimate Team verloren. Boah, aber es ist schon krass, also mit den Trikots. Also, ich glaube, ich muss... Achtung, da kommt schon der Ausgleich. Das ging aber rackzack. Also, ich glaube, ich muss dringend gleich mal für die nächste Folge oder wann auch immer ich mal wieder was mache. Also, ich glaube, ich muss da wirklich mal Trikots ändern. Ich bin ja eh nicht der größte Leverkusen-Fan. Oh, Rooney habe ich auch noch drin. Von dem habe ich noch gar nichts gesehen. So, Knoche. Was ist das denn für ein spektakulärer Rückpass von mir gewesen? So, Holpi. Ich muss ein bisschen, brauche ein bisschen mehr Zeit zum Gucken, welche zu mir gehören. Zum Beispiel hier, der gehörte gar nicht zu mir. Zum Glück denkt das Spiel auch noch ein bisschen mit. Und jetzt wollten die da mal ein bisschen Johannes Geis zusammenspielen. Der Pass kommt nicht an, weil ich gut gespielt habe. Er macht es auch nicht besser, zum Glück. Knoche. Ach, das war gar nicht meiner. Ach, Son. Der Ex-Leverkusener. Das kriegt man manchmal gar nicht mit, wenn man die Aufstellung sieht. Für mich war das ein Foul an Holtby. Aber es geht weiter. War abseits, oder? Von Rooney. Nein? Ja, dann lass uns doch mal versuchen zu kontern. War schlecht gemacht. Johannes Geis. Schmelzer, Geist. Oh, das war ja gar nicht meiner. Schon wieder habe ich es verbockt. Ja, heute mal eine Spaßfolge, liebe Freunde. So, Lewandowski. Bisher überhaupt noch keine große Hilfe. Da finde ich Rooney sogar besser bei uns im Team. Kim. Und Ulreich. Ah, Lewandowski sollte eigentlich diesen Abstoß von Ulreich bekommen. Die kennen sich doch von den Bayern. Mensch. Holpi. So, wenn ich eins gelernt habe bei YouTube Bundesliga, ist ein paar Ego-Trips machen. Da kommt man am besten durch. Das klappt jetzt ganz gut. Rooney. Ah, falsche Richtung getribbelt. Junosovic. Ki. Wow. Das war nicht gut gemacht. Aber er kann die Chance nicht nutzen. Ulreich. Raus auf Draxler, der Torschütze für mein Team. Geis. Draxler, lass mal wieder Draxler eine Runde laufen, wie es so aussieht. Nee. Oh, oh, und jetzt kann er super kontern. Warte mal, das ist mir meiner. Jetzt muss ich aufpassen. Eieiei, 30 Minuten gespielt. 1-1, gutes Spiel. Ja. So, und ich bin mal gespannt. Es gab ja ein großes neues Update, also ein Patch auf FIFA 16 und da soll eigentlich das Passverhalten noch ein bisschen korrigiert worden sein, also die Fehlpassquote soll vielleicht ein Dickchen besser werden, das Lenken, ihr wisst ja, das ging ja auch bei der HSV-Serie unglaublich schlecht, bin ich mal gespannt, bisher brauche ich es nicht testen, weil ich den Ball schon so verliere und jetzt auch Hermann und Son, die Flanke, gut gespielt von ihm, Achtung, Ulreich ist noch nicht mal im Tor, aber das kann er nicht ordentlich nutzen. Mit, was ist das? KZY oder was auch immer. Interessante Namen mal wieder hier im Start. Machen wir mal einen langen. Lewandowski eigentlich Kopfball stark, aber leider. Die Leihspieler waren bisher nicht einmal präsent. Robben hatten wir ja auch schon da, der war auch nicht so gut. Ich weiß nicht, das sind tolle Spieler, aber irgendwie sind die als Laie nicht so präsent. Ich weiß es nicht, ob es mit Absicht ist. Oder ob ich einfach nur blöd an dem Punkt bin. Hoppi. Schön jetzt mal gespielt auf Geis. So, und jetzt mal die Chance. Er kommt mit seinem Keeper raus. Respekt, Respekt, Respekt. Draxler mit Einwurf. Jetzt mal gucken, welcher gehört denn zu mir. Das weiß er wahrscheinlich auch gerade nicht. Jetzt aber mal Rooney. Schön gespielt auf Johannes Geis. Und diesmal von diesem Winkel gibt es kein Tor.
Kurz vor der Pause. So, Ecke. Wo ist denn jetzt Lewandowski? Wohl, ich glaube, der ist in den Ecken gar nicht so gut. Aber der Ball geht zu ihm. Jetzt Schmelzer kommt da durch. Wumms. Geht leider übers Tor. Ja. Was? Da war noch einer dran? Na dann, gibt es halt noch eine Ecke. Versuchen wir es mal mit einer Überraschung. Mal gucken, ob er das checkt oder ob es funktioniert. Auf jeden Fall gut, Johannes Geis. Und es gibt nochmal eine Ecke. Okay, war aber nicht so. Von Umsetzung habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Okay, jetzt machen wir was anderes. Ich gebe ihm das Gefühl, dass ich einen kleinen mache. Mache aber keinen kleinen. Und das war nicht gut, hat nicht funktioniert. Aber wir kriegen wenigstens noch den Ball. Rudi, nicht das Tor, das gibt's ja gar nicht. Meine Herren. So, wir bleiben im Ballbesitz wenigstens. Jung. Jung mit einer super Flanke. Ah, Rooney kommt da nicht mehr ran und es ist die Nachspielzeit. Gutes Spiel, finde ich. Also es hat doch was gebracht zu üben in der YouTube-Bundesliga. Ich glaube, ich muss wirklich mal ein bisschen wieder mehr Ultimate-Team spielen. Das hilft vielleicht auch nochmal dem 1. FC Köln in der YouTube-Bundesliga. Und jetzt Rooney einfach mal auf dem Ego, tritt mal wieder durch, aber das war zu gerade. Ja, man muss sich schon ein bisschen bewegen, wenn man das schon durchziehen will. Oh, Johannes Geis, es geht aber weiter, aber Ball gespielt. Jetzt gibt es doch noch den Freistoß. Aber ich glaube nicht an der Stelle. Ich glaube, der erste, ja, das zweite Foul war ein Foul. Ja, jetzt noch mal eine Kontermöglichkeit, aber ich glaube, der Schiri wird abpfeifen. Ja, schade, Rooney wäre super gestartet gewesen. Wir sehen nur 61%, also das machen wir schon ganz gut. Sollte mal ein bisschen besser laufen noch, finde ich. Wir brauchen mal wieder einen Sieg. Das wäre ganz gut. Und jetzt, Kollege, mal nicht hier so lange. Noch 25 Sekunden. 25, 23, 22, 21, 22, 20. Was? Ich habe gerade hochgezählt. Hopp, call, hopp. A macht einen Wechsel. Co geht raus von kommt rein von FCA. Und der von Swansea City geht raus. Der Key in unserem Black Friday Game mit alles Black hier. Ich glaube, wenn er sein weißes Ding genommen hätte, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Ball kommt rein. Holt B. Ich glaube, den nehmen wir gleich mal raus, weil er ist leider nicht so präsent heute. Geis. Und jetzt Lewandowski. Ah! Das war eine gute Idee, aber dann... Mann, was ist das hier für ein Chaos? Und jetzt was? What the... Wo war denn hier irgendwas, dass es einen Freistoß geben muss für den Gegner? Was ist denn hier denn los, bitte? Alles Bananarama. Oh, das war gar nicht mein Mann. Schon wieder verfehlt. Und jetzt muss ich aufpassen. Hermann klärt das ordentlich. Lewandowski. So, Rooney ist gestartet, aber ich glaube, das war er gar nicht. Ja, das ist ein bisschen verkorkst. Aber wir spielen mal so weiter. Es ist gar nicht so schlecht gewesen in der Endphase der ersten Halbzeit. Haben wir das richtig gut gemacht, wenn wir das wieder hinkriegen. Hier kriegen wir den Ball auf jeden Fall geschenkt. Nutzen es nicht durch Hermann. Kriegen ihn wieder geschenkt. So, das ist Geis. Die Nummer 7 gehört zu mir. Lewandowski und jetzt Rooney. Oh, das war eine schöne Idee. Wunderbar, aber konnte man nicht mehr am Ende umsetzen. So, wer gehört jetzt zu mir? Da. Die Röten. Johannes Geis mit einer wunderbaren Flanke rein. Hermann und dann nicht gut zu Holtby gespielt. Jonosovic kann jetzt einen Konter einleiten mit seinen ganzen koranischen Kumpels. Nicht gut gemacht. Der Hannoveraner Hoffmann war da. Jetzt Hermann. Sehr schön von Hermann. Immer noch Hermann. Und jetzt ist der mein eigener Mann im Weg, wo jetzt ein Ego-Trip starten wollte. Das gibt es ja gar nicht. Und jetzt fängt es gerade an, ein bisschen zu laggen. Aber das kennen wir ja schon, wenn wir online spielen. Ach, keine gute Flanke von ihm. Jetzt Hermann. Lewandowski ist gestartet. Lewandowski versucht jetzt irgendwie durchzukommen. Hong. Aber kriegt das hin. Geis bleibt da sogar noch am Ball. Und das war mal ein komischer Versuch von meiner Seite aus. So, ich würde gerne mal Wechsel machen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir haben noch Tolle auf der Bank. Ich würde gerne mal Wiltshire bringen für Hopi. Ist kein Deutscher jetzt von der Chemie, aber das ist ja auch wurscht. Während des Spiels, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, das war nicht deiner. Lewandowski, ui. Der könnte ruhig mal ein paar mehr Tore machen. Das würde mir mal gut tun. So, das war auch nicht dein Kollege. Das war meiner.
Jung. Ah, gut gespielt. Und sind, welcher ist jetzt meiner? Draxler ist meiner. Aber das war jetzt, das musste ich leider stoppen, weil ich verwirrt war. Draxler. Und das hat er gut gesehen. Jetzt kann er kontern. Ah, V von mir. Ja, ja. Umgeschubse mal wieder hier. Dicke mal wieder, Leute. Und die große Chance. Dann geht er nicht in Führung. Abseits, abseits. Ich hab's gehört. Ihr vielleicht auch. Abseits. Aber jetzt ist es wie in der YouTube-Bundesliga. Man spielt nicht schlecht. Man hat das Gefühl, oh, heute kann ich was erreichen. Und am Ende kassiert man genau so ein Ding rein. Und dann ist es vorbei mit dem Spiel. So ist es manchmal. Jetzt überlege ich mir, ach, Sparge habe ich ja auch noch, die alte Wurst. Nee. Oh, Young habe ich noch. Komm, noch mal Flitzer hier rein. Auch gut. Und, ja, komm, bringen wir noch Arnold. Dann haben wir das ganze Mittelfeld da ausgetauscht. Und vielleicht kriegen wir noch was hin. Jetzt Wheelchair. Rechts auf Hermann. Der ist eigentlich schneller, kriegt es aber irgendwie nicht hin. So, nochmal eine Antäuschung. Hermann. Hermann. Und dann, die Idee war eigentlich anders gedacht. Aber Ruby und Jung ist dazwischen. Nächste Ecke. Und wie viele Ecken wir schon hatten. Ja, Mensch. Gibt's doch gar nicht. Doch. Bei Piep. So, versuchen wir wieder was anderes. Diesmal hoch. Die Idee war interessant. Das ist Arnold und nicht das Tor. Rooney kommt da nicht mehr ran. War aber eine schöne Sache. So, diesmal machen wir das nicht. Jetzt machen wir mal einen kurzen. Ich glaube, der war sogar schon zu lang. Oh, trotzdem wieder Arnold. Und wieder ist einer dazwischen. Ah, jetzt war das mit der Torenttäuschung nicht so schlau. Und jetzt kann er kontern mit... Oh, auch nicht schlecht. Hä? Was hat er jetzt vorgehabt? Ich glaube, da hat er sich bestimmt verdrückt. 100 Pro. Kenne ich. Da ärgert man sich dann immer zu Tode. So wie hier jetzt zum Beispiel. Wheelchair. Zu doll unter Druck. Gibt es schon wieder ein Unentschieden. Obwohl wir eigentlich wirklich nicht schlecht gespielt haben. Ulreich. Arnold. Der hatte echt schon tolle Chancen jetzt hier. So, Young. Mit Young kann man eigentlich mal Ego-Trips machen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt könnte er in Führung gehen. Diesmal ist Knorre mal dazwischen. Jetzt geht er in der Ecke. Ja, das ist nämlich das, was ich meine. Es kann ganz schnell auch andersrum gehen. Die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch schon selbst gemacht. Und jetzt ein Großer da und Schmelzer. Klärt es. Konter Arnold. Letzter Mann hier am Start. Nicht gut gemacht. Oh, 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 jetzt kommt er gut durch. Wunderschöner Schuss, Ulreich. So, dann gibt es noch eine Ecke für ihn. Und Ulreich mal wieder. Und vielleicht können wir einen Konter starten. Nee, leider nicht. Oh, Araujo hat er. Haben wir schon, hab ich schon öfter mal getestet. Der ist nicht schlecht, der Stürmer. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir irgendwie noch einen Konter starten können. Er ist offensiver gegangen, unser Freundchen. Und er war, glaube ich, zum Glück zuletzt dran. Ja, jetzt gibt es nochmal einen Einwurf. Einfach mal so egomäßig durchstarten würde ich gerne. Arnold. So, und jetzt Young. Young, immer noch Young, immer noch Young. Und wieder ist einer dazwischen. Ja, meine Herren. Wieder Hong. So, jetzt machen wir mal was Langes. Da hinten ist ein Großer. Oh, das war nicht gut geplant. Ah. So, Ulreich spielt mal eine Runde mit. Auf geht's. Hermann. Sehr schön von Hermann. Und jetzt Jung ist mit da vorne. Arnold. Und Rooney wird gefoult für mich. Elfmeter. Elfmeter. Aber Elfmeter treffe ich auch nicht immer. Also es ist noch nicht sicher jetzt. Huhuhuhu. So. Rooney. Und er hält das Ding. Vielleicht im Nachschuss. Das gibt's nicht. Ich hab's noch gerade gesagt. Das ist noch nicht safe. Ah, das ist bitter. Jetzt kann er kontern.
Genosovic, faul. So, was machen wir? Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, dass ich bei der letzten Aktion vielleicht noch ein Türchen hinkriege. Arnold. Lewandowski, und das ist richtig gut gespielt. Nicht das Tor. Also jetzt ist ja nochmal ein Sieg verdient, oder Leute? Also jetzt wäre es doch mal wirklich verdient. Achtung hier. Wunderschön mal wieder gespielt vom alten Team. Aber nicht drin. Vielleicht die letzte Ecke. Jetzt muss ich überlegen, was ich da mache. Ah, ich glaube, da wird der Torwart rauskommen. Nein, kommt er nicht. Wheelchair. Und jetzt Knoche war das, glaube ich. Oh, es ist doch so ärgerlich. Und jetzt kann er nochmal kontern. Nein, Abpfiff. 1:1. Aber war das nicht ein geiles Black Friday-Spiel, liebe Freunde? Ich glaube, wenn die Trikots noch ein bisschen farblich anders wären, glaube ich, wäre es noch ein Tickchen einfacher gewesen. Aber Wahnsinnsspiel. Und ich finde, wie so oft schon ein Ultimate-Team und auch eine Hütte-Bundesliga ist ein Sieg eigentlich verdient. Aber das klappt halt nicht immer, weil da spielen auch andere schlaue Leute. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Dico. Und schönes Wochenende.